Servus. Herzlich willkommen im Wildniscamp am Falkenstein. Heute wäre eigentlich der Tag der offenen Tür bei uns. Leider kann der heute so nicht stattfinden. Deshalb nehmen wir euch jetzt digital per Video mit. Viel Spaß beim Zuschauen. Hallo, ich bin Karl-Heinz Engelmeier, bin Leiter des Wildniscamps am Falkenstein. Das Wildniscamp ist eine Umweltbildungseinrichtung der Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald, existiert seit 2002. Unsere Hauptklientel sind Schulklassen, meistens 5., 6. Jahrgangsstufe. Macht etwa 70% aus der Besucher. Der Rest sind Jugendliche, junge Erwachsene, also Berufsschüler oder auch Studenten. Bei unserer Hauptzielgruppe, den Kindern, wollen wir ihnen Kenntnis über den Nationalpark vermitteln, über den Wald im Nationalpark, über die Besonderheiten dieses Waldes, im Gegensatz zu Wirtschaftswäldern. Und wir wollen auch so ein sinnliches Naturerleben den Kindern ermöglichen. Sie halt die Woche auch irgendwo genießen, dass es nicht nur ein Schulunterricht ist, sondern auch ein kleines Abenteuer vielleicht. Das Wildniscamp am Falkenstein besteht aus zwei Teilen. Das ist ein kleines Dorf, hat zwei Dorfteile. Das eine ist das Themenhüttendorf. Der Name kommt daher, dass man für jede Hütte ein zentrales Element aus der Natur als Namensgeber gewählt hat. Es gibt einen Lichtstern, es gibt ein Waldzelt, eine Wasserhütte, es gibt ein Baumhaus, eine Erdhöhle und ein Wiesenbett. Das ist der eine Teil dieses Wildniscamps und der andere Teil sind die sogenannten Länderhütten. Das sind Hütten aus verschiedenen Kontinenten, meistens so aus der tropischen Zone, die jeweils für einen Nationalpark Pate stehen. Hinter mir sieht man jetzt das Zentralgebäude. Das ist der Bereich, wo der Speisesaal ist, wo die ganzen Sanitäreinrichtungen sind. Wo wir einen kleinen Seminarraum haben auch für Schlechtwetteraufenthalt dann. Ja, wie viele Gruppen waren jetzt eigentlich bei uns? Die letzten 10 Jahre, ich habe mir die Datenbank befragt, waren es ungefähr 1000 Gruppen, die hier waren. Die meisten davon waren Schulklassen, aber es waren auch Gruppen, die am Wochenende bei unserem Kooperationspartner Waldzeit gebucht hatten. Das sind dann zum Teil Familiengruppen oder auch Erwachsene. Momentan ist es sehr ruhig hier, das heißt, wir sind eigentlich geschlossen momentan. Wir hoffen heute, dass sich die Lage beruhigt und dass wir demnächst zumindest im neuen Schuljahr dann vielleicht auch wieder Schulklassen zu Gast haben werden. Hallo, ich bin Sabine Eisch, stellvertretende Leiterin im Wildniscamp. Ich möchte euch jetzt gerne zeigen und erzählen, wie bei uns eine Woche ausschaut, wenn eine Schulklasse hier eine Woche in den Themenhütten untergebracht ist. Die Schüler kommen meistens mit dem Zug an in Ludwigsthal. Wir holen sie dort ab und wandern mal erst einmal ein kleines Stück durch den Wald. Das ist gleich ein ganz schönes Ankommen hier im Wildniscamp. Dann zeigen wir ihnen erst einmal natürlich das Wildniscamp, wo sie immer schon ganz neugierig drauf sind, besonders auf die Hütten, wo sie ja dann eine Woche lang schlafen werden. Da gibt es dann zum Beispiel die Erdhöhle, das Wiesenbett, das Waldzelt, den Lichtstern, das Baumhaus und die Wasserhütte. Und dann natürlich auch das Zentralgebäude, wo der Speisesaal und Duschen, Toiletten und so weiter alles untergebracht sind. Nach dem Rundgang machen wir die Hüttenaufteilung. Das machen wir gemeinsam mit den Schülern. Das heißt, sie sollen gemeinsam auf eine Lösung kommen, wer wo schlafen wird. Es gibt natürlich Hütten, die sind sehr beliebt. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass sie aber auch dann am Ende der Woche glücklich sind mit jeder Hütte, auch wenn es vielleicht jetzt nicht der erste Favorit war. Ja, wie schaut jetzt dann eigentlich so eine Woche aus im Wildniscamp, wenn die Schüler in den Themenhütten untergebracht sind? Als erstes machen wir erstmal so einen Nationalparkeinstieg. Das heißt, wir zeigen den Schülern den Wald rund ums Wildniscamp.
erklären ihnen, was das Besondere hier ist an dem Wald im Nationalpark. Manchmal gehen wir da auch in ein kleines Urwaldgebiet, das ist ganz nah am Wildniscamp, wo es wirklich so ganz alte Bäume gibt, ganz besondere Bäume, seltene Arten, seltene Pilze, seltene Käfer. Das ist schon mal so ein erstes Highlight im Wildniscamp. Am nächsten Tag geht es dann weiter mit der Kleingruppenzeit. Da sind sie dann in kleinen Gruppen zusammen und sollen sich ein Thema gemeinsam überlegen, das sie gerne am Dienstag und dann weiter am Donnerstag behandeln wollen, wo sie sich gerne beschäftigen wollen damit. Irgendwas, was sie besonders interessiert, und es soll eben einen Bezug natürlich haben zum Nationalpark, zum Wald hier. Und sie sollen sich dann überlegen, auch wie sie das umsetzen. Das kann dann ganz was Kreatives sein, das entsteht. Das kann irgendwie was Forschendes sein. Sie können irgendwie was bauen, wenn sie schon gerne mal irgendwie gern handwerklich tätig sind. Und da haben sie dann immer einen Betreuer von uns dabei. Das sind meistens dann Waldführer oder unsere jungen FJler. Und es ist immer ganz eine schöne Zeit, weil sie da wirklich selber so aktiv sind und auch entscheiden können, was sie denn eigentlich gern machen. Und am Mittwoch ist dann auch nochmal ein besonderes Highlight. Da geht es hoch auf den großen Falkenstein. Das ist unser Hausberg. Es sind 600 Höhenmeter und nochmal so eine schöne Herausforderung für die Schüler. Besonders wenn sie es dann geschafft haben und oben sind und dann sieht man von oben auch aufs Wildniscamp. Dann ist das wirklich einfach ein tolles Erlebnis. Genau, und das war es dann eigentlich schon vom Programm. Die Woche vergeht immer wie im Flug. Am Freitag, da geht es dann ums Packen, ums Aufräumen, die Hütten sauber machen, damit dann am Montag schon wieder die nächste Gruppe kommen kann. Wir schauen nochmal zurück auf die Woche. Wie hat es unseren Gruppen gefallen? Wie hat es den Schülern gefallen? Ja, und dann geht es schon wieder zurück zum Bahnhof. Ja, hallo, ich bin der Max Weinberger. Ich bin hauptsächlich für Gebäude und Technik und für die Verwaltung bei uns im Wildniscamp zuständig. Und ich darf den Kai einfach mal ein bisschen so zeigen, was man alles so braucht, damit man hier die Teilnehmer zufriedenstellend unterhalten kann, beziehungsweise ihnen was beibringen kann. Ja, wir haben über 20 Gebäudeteile bei uns im Wildniscamp und die brauchen natürlich dementsprechend den Unterhalt. Beispielsweise da das Baumhaus hinter mir, das ist halt auch sehr aufwendig. Da gibt es also immer wieder Reparaturen, die man machen muss. Es gibt aber auch so kleinere Sachen, wie die Humustoiletten zum Beispiel, die wollen mitten im Wald einmal anstehen. Da gibt es zwei Stück davon. Es ist auch eine Besonderheit, die findet man nicht überall. Und dann natürlich aber auch im Zentralgebäude, wo halt die ganze Technik, sage ich jetzt einmal, hinterlegt ist. Auch wenn man im Wildniscamp ist, braucht man eine gewisse Struktur, damit man einfach die Teilnehmer vernünftig betreuen kann. Also das Wildniscamp, das ist, ich würde schon fast sagen, fast autark betrieben. Wir haben eine eigene Wasserversorgung vom Wasserbeschaffungsverband, bestes Falkensteinwasser. Und dann haben wir auch die Entsorgung mit einer Schilfgäranlage. Die sind auch so Gebäudeteile, die wo halt, oder Außenbereiche, die wo halt sehr wartungsaufwendig sind, da wo immer wieder geprüft werden muss und wo man schauen muss, damit das auch alles funktioniert. Also im Hauptgebäude, da haben wir die wichtigsten Sachen, damit wir unseren Teilnehmer gut versorgen können. Wir brauchen natürlich auch Heizung im Wildniscamp. Dazu haben wir eine Solaranlage auf dem Dach, die wo die unterstützt. Und wir haben auch eine PV-Anlage. Mit dieser tun wir Strom erzeugen und können wir eigentlich einen großen Teil davon selber gewinnen. Ja, im Zentralgebäude ist natürlich auch wichtig die Versorgung und da ist die Küche natürlich ganz ein wichtiger Teil davon. Wir haben da einen externen Küchenbetreiber, der wo biologisch, regional für die Gruppen kocht und die versorgt. Und das kommt auch ganz gut an. Und in der Sommerküche ist es wieder ganz anders. Also das ist eine Selbstversorgerküche. Da sind die Gruppen eigentlich dafür da, damit sie sich selber versorgen. Also die haben da einen Küchenblock und diverses Geschirr zur Verfügung und bringen deren Lebensmittel in der Regel auch selber mit. Es sind auch so hauptsächlich so FJ-Gruppen und so weiter, sind dann mehr schon so in die Erwachsenenrichtung. Und die versorgen sie eigentlich die ganze Woche über selbst. Wir sind jetzt hier im Länderhüttendorf. Hinter mir sieht man eine chilenische Ruka, riedgedeckt. Die Hütten hier sind
noch mehr rustikaler gebaut, einfacher gebaut ist die Hütten im Themenhüttendorf. Das Ganze hat schon ein bisschen so Campingcharakter hier. Das ist auch für ältere Schüler gedacht, also eigentlich für Jugendliche mehr. Die thematische Auslegung geht mehr in Richtung globale Aspekte von Umweltproblemen, bewusst werden von vernetzten Problemen, Urwaldrodung, Sojaanbau, Fleischkonsum bei uns. Das sind Themen, die eher abstrakt sind, die für Kinder zu abstrakt sind. Die chilenische Ruca, habe ich schon erwähnt, ist ein typisches Haus der Mapuche-Indianer in Südchile. Der repräsentiert dort ja, verfolgte Minderheiten eigentlich. Die Mapuche sind in Chile eine fast ausgerottete Minderheit. Gegenüber sehen wir ein Gehöft aus Benin. Das ist sehr einfach gebaut und soll den Schülern auch zeigen, den Schülern, die hier nächtigen müssen, unter was für ja, armseligen Bedingungen zum Teil die Leute an anderen Kontinenten eben noch leben müssen, wie groß die sozialen und ökonomischen Unterschiede zwischen unseren verschiedenen Lebenswelten sind. Das Länderhüttendorf hat einige Jahre auf dem Buckel jetzt und ja, der Zahn der Zeit hat an den Hütten auch genagt. Einige sind jetzt renovierungsbedürftig, mehr oder weniger. Und wenn man hier durchwandert, kann man sehen, dass man halt, dass das so ein bisschen Baustellencharakter auch hat. Also von der Warte aus betrachtet hat Corona sogar sein Gutes, weil wir jetzt diese Zwangspause haben, die wir nutzen können, um die Hütten wieder instand zu setzen. Was bei uns in den letzten Jahren im Wildniscamp immer mehr geworden ist, ist das Philosophieren mit den Gruppen. Was bedeutet das? Also wir sitzen zusammen in einer Runde und tauschen uns aus zu einer philosophischen Frage, denken nach über die Natur, über unsere Beziehung zum Wald, zur Natur. Und eine solche philosophische Frage habe ich jetzt hier mitgebracht. Und zwar, was mich jetzt da interessieren würde, ist, was ist das Wertvollste für euch am Wald? Pablo? Für mich ist das Wertvollste das Entfliehen aus dem Alltag. Dass man in den Wald gehen kann, die Natur genießen, schön wandern, das finde ich besonders wertvoll. Florian? Für mich ist es am wertvollsten, dass man gut Sport machen kann und sich gut erholen kann im Wald. Karl-Heinz? Für mich ist das Wertvollste, speziell an dem Wald hier, dass er eben wieder zu Urwald wird. Dass er sich unterscheidet von normalen Wirtschaftswäldern und dass er ja, ein Garant ist für den Erhalt der natürlichen Artenvielfalt. Ich finde es super, dass sich der Wald wieder natürlich entwickeln kann und wieder eine richtig schöne Wildnis entsteht. Ja, danke. Viele unserer Gruppen haben hier am Lagerfeuer ihren schönsten Moment im Wildniscamp. Und an der Stelle wollen auch wir uns von euch verabschieden. Ich hoffe, ihr habt was Interessantes über das Wildniscamp erfahren. Und auf Wiedersehen. Servus. Servus. Servus.